Okay, sind wir mit der Redevorbereitung klar? Ist ein bisschen spät dann, glaube ich, am Freitag, ne? Ja, wir haben die Wiedervereinigungsdebatte. Wo warst du denn da eigentlich? Wiedervereinigung. Otto, Wiedervereinigung, da war ich noch nicht mal geboren. Ja, sorry, klar, vergessen. Aber wo warst du eigentlich? Naja, also erstmal war ich in einer wunderschönen Stadt in Freiburg. Das stimmt. Aber ich war auch immer mal wieder zu Hause in Krefeld bzw. in Niederlanden und habe viel über niederländische Medien mir auch den Blick von draußen auf die Wiedervereinigung angeguckt. Aber ernsthaft, von Ihnen, von euch, wer erinnert sich denn noch, wo er vor 30 Jahren war und wie er die Wiedervereinigung damals empfunden hat und sie heute sieht? Fragen wir dazu mal jemanden, der das vielleicht von einer anderen Seite sieht. Ja, wir stehen jetzt erkennbar an einem historischen Ort unterhalb der Quadriga am Brandenburger Tor. Und ich wollte mich jetzt mit jemandem unterhalten, den ich seit wann kennen wir uns? 2002, glaube ich. Ja, ich war schon da, wo du kamst dann. Ja, genau. Du bist, glaube ich, schon seit 98 oder sowas, ne? Ja, jetzt schon ein bisschen länger her. Carsten Schneider, SPD, erster parlamentarischer Geschäftsführer. Ursprünglich das, was man sein sollte, Haushälter. Erste Frage, kann man das so sagen oder empfindest du das als Beleidigung? Du bist ein Ossi. Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Jetzt bist du nun sehr lange im Parlament schon. Hast du da eine Veränderung festgestellt? Ist da eine Entwicklung aufeinander zu oder was ja manche mal behaupten, immer noch voneinander weg? Ich würde ganz grundsätzlich ist, glaube ich, ist so, dass Ostdeutsche erstmal ein bisschen zurückhaltender sind und eher ein bisschen beobachtender und nicht sehr selbstbewusst nach draußen. Das ist wie in der Bevölkerung auch bei den Abgeordneten so. Aber die Techniken, sich durchzusetzen, die kann man schon erlernen und da gibt es dann, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr. Mir ist aber eine Sache aufgefallen. Wenn ich sehe, was die Bürger im Osten verändert haben, ja auch mit Hilfe von Bürgern aus dem Westen, aber wenn ich sehe, was die verändert haben, dann ist das doch eigentlich etwas, was Selbstbewusstsein schaffen müsste, weil ja, ich kann sagen, ja, ist weitergegangen, das ist gut gegangen. Aber ihr könnt sagen, wenn ich das mal in wir macht, ihr könnt sagen, das haben wir verändert, das haben wir hingekriegt, da ist neu gekommen, das haben wir geregelt, dieses Problem haben wir gelöst, alles Probleme, die wir nicht hatten. Also wenn ich alleine die Frage Stasi sehe, wie schwierig das an der Stelle ist, wo ich immer glaube, wir Westlich sind viel zu arrogant und sagen, wir wären ja alle im Widerstand gewesen und sonstiges, da glaube ich ja nicht dran. Aber ist das nicht irgendwo was, wo viel mehr Push eigentlich kommen müsste? Oder ist das eine Bescheidenheit? Oder ist das, was du gerade sagtest, nur, ich sag das nicht so sehr nach draußen? Naja, der Umbruch des Systems hat ja zu einer Entwertung von Lebensbiografien geführt. Also Ingenieure oder Ingenieurinnen, viele Frauen, die ja ganz selbstverständlich ein eigenständiges, selbstbewusstes, sondern gleichberechtigtes Leben geführt haben, mussten plötzlich, wie auch viele Männer, eine viel gering qualifiziertere Arbeit aufnehmen, haben es aber alles gemacht und haben auch viele Jahre Dreck gefressen, in Anführungsstrichen. Einfach um durchzukommen. Und das mitten im Leben, also nicht mit 35, jetzt mache ich meinen nächsten Karriereschritt zu einer großen Firma, sondern ich hatte meine Familie gegründet, halbwegs aufgewachsen, hatte eine gute Stellung, auf einmal war das Kombinat weg. Und du fängst wieder ganz unten an und musst dir sagen, ich habe da gar nichts gelernt. Das sind natürlich solche Erfahrungen, die viele gemacht haben, die sie dann einfach wahrscheinlich auch verbittert haben, ja? Und sich dementsprechend auch in der heutigen Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen sind. Also das ist ja ein Fakt, wenn sowohl die Akzeptanz der Demokratie, Unterschiede in Frage, bin ich für die Westbindung oder finde ich das mit Russland, vielleicht doch so, dass man mit denen reden muss. Da sieht man schon ganz oft auch Vermögensverteilung, wichtiger Punkt, Einkommensungleichheiten. Immer sehe ich die Grenze an der Elbe und dann natürlich noch weiter runter. Und das prägt. Das prägt einfach und darf das nicht. Für die Ostdeutschen hat sich alles geändert, für viele Westdeutschen gar nichts. Ja, und würde ich dir zustimmen. Jeder Ostdeutsche war schon im Westen, aber nicht jeder Westdeutsche war tatsächlich im Osten. Und von dir aus gesehen, von Krefeld, ist halt Amsterdam oder Brügge oder Paris viel näher als Oschatz, Leipzig oder Ueckermünde. Ja. Insofern war es dann gut, dass es Berlin auch als Hauptstadt war, denn wenn ich mir das überlege, dass wir hier jetzt nur in der größten Stadt Deutschlands stehen würden und nicht in der Hauptstadt und nicht am Regierungssitz, dann würde es wahrscheinlich nochmal erschwert, denn das kann ich geheim verraten, obwohl Rheinländer, ich war absolut für Berlin, aber ich vermute mal, du hast auch... Ich habe damals ja die Daumen gedrückt, ne? War ich ja noch sehr jung. Es kommt immer der Satz,
da gab es in der DDR mehr Gemeinschaftsgefühl. Das ist jetzt eine sehr global galaktische allgemeine Aussage. Ja, das Gefühl stimmt. Was ist damit gemeint? Was ist damit, ist das, du kanntest deinen Nachbarn, du wusstest, mit wem du redest, es war weniger. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist sehr unterschiedlich. Zum einen war es eine Notgemeinschaft. Das Beispiel kommt dann immer oft, habe ich selbst auch gemacht. Es gab was zu kaufen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Da haben wir meinen Vater in Jena. Und da war eine Schlange. Und immer wenn es eine Schlange gab, hat man sich angestellt. Warum? Weil es gab was zu kaufen. Ja. Man wusste gar nicht, was war. Was gab es dann? Darmstrümpfe. Was haben wir gemacht? Darmstrümpfe gekauft. Obwohl weder dein Vater noch du sie brauchten. Nein. Aber das war natürlich Ware, die man tauschen konnte. Und die hat man dann eben auch für die Nachbarn im Zweifel noch mitgebracht, weil man wusste, die freuen sich. Und das ging dann auch umgedreht. Das war aber eine Notgemeinschaft. Nicht wirklich in der Tat eine, die... Und es ist jetzt zerbrochen. Weil die Not nicht mehr so da ist. Und die Leute leben, glaube ich, in der Illusion, dass das damals große Freundschaft war, aber es war eigentlich nur Hilfe zur Zweckgemeinschaft auch. Zweckgemeinschaft, ja. Jetzt ist es individueller, es ist natürlich auch ein bisschen kälter und die Ellenbogen sind natürlich eine Leistungsorientierung viel mehr draußen. Und das, das ist für viele doch eher so, dass sie sich da nicht zu Hause fühlen, sondern das gern auch gemeinschaftlicher hätten, im Sinne von, dass der Druck auch nicht so stark ist, jeden Tag zu performen und Leistung zu bringen und etc. Und nicht wie wir beide zum Beispiel in einem Jahr schon wieder uns dem nächsten Leistungstest zu unterziehen, der sich da Wahlen nennt. Ja. Allerletzte Frage, hat das auch was mit Vertrauen zu tun? Weil ich glaube ja, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch etwas damit zu tun hat, dass ich dem anderen, ob ich nun kenne oder nicht, ein bisschen mehr vertrauen, ein bisschen weniger zu vertrauen. War das dann ein Vertrauen basiert auf diese teilweise auch Notlagen oder war es ein Vertrauen, weil man die Leute kannte? Nee, man musste sich ja auch arrangieren, man kam ja nicht weg. Also ganz einfach, da das Land ja umzingelt war von Zäunen, musste ich mich ja auch einigermaßen arrangieren. Man kannte sich natürlich und kam ja auch nicht groß woanders hin. Es gab auch keine Fremden, weil es waren nur die 16 Millionen, das waren sie. Ja. Und der Wechsel war nicht so groß, wie er jetzt ist, was ich total attraktiv finde, weil es macht das Leben bunter und die Welt attraktiver. Aber manche mögen es eben gern gemütlich. Danke dir. Gerne. Jetzt der Klassiker. Wo siehst du dich in 30 Jahren? Da muss ich mir überlegen, wie alt bin ich denn da? Auch angeln, irgendwo am See. Ich komme dann dazu.